Solche Nachrichten kennst du bestimmt. Dürre, Hitze, zu wenig Wasser. Die Landwirtschaft verdurstet und das trifft uns alle. 9 Milliarden Euro jährlich an Dürreschäden allein in Europa. Bald könnten es 65 Milliarden sein, wenn nichts passiert. Somebody always pays. The farmer, the taxpayer, the consumer or the planet. It's also economically just not possible to keep on doing as we have done in the last decades. Wie können wir verhindern, dass die Landwirtschaft austrocknet? Oliven werden in Spanien langsam knapp. Ohne das Öl kann man sich die spanische Küche nicht vorstellen. Was das heißt, merken die Menschen jetzt am Geldbeutel. 2022 hat ein Liter Olivenöl noch rund 3,50 Euro gekostet, im Juni 2023 schon rund 6 Euro und ein paar Monate später 10 Euro. Wie kann das sein? Spanien produziert das Öl im eigenen Land und ist der größte Olivenexporteur weltweit. Um das Problem zu verstehen, müssen wir die ganze Produktionskette zurück aufs Feld. Dieser Landwirt weiß nicht mehr weiter. Er baut zwar keine Oliven an, hat aber die gleichen Probleme. Seine letzte Getreideernte fiel gering aus. Von dem bisschen kann er seine Familie kaum ernähren. Er wird den Anbau wohl aufgeben müssen. Entonces no va a merecer la pena ni meter la cosecha. Posiblemente, y hay muchos parches que no tienen nada, posiblemente sea, valga más el combustible de la cosechadora que el grano que va a dar. Die extreme Dürre setzt Landwirte wie ihn unter Druck. Sie verdienen kaum noch was, wenn die Ernten ausfallen. Und das schlägt sich durch auf den Preis. Eine Kettenreaktion, die uns alle betrifft. Was sich in Spanien abspielt, passiert gerade überall auf der Welt. Bis zum Jahr 2050 können rund 5,6 Billionen US-Dollar vom Bruttoinlandsprodukt verloren gehen. Durch Dürren, Überschwemmungen und Stürme. In 10 Regionen weltweit, auch in China und den USA. Aber warum werden Dürren schlimmer? In Europa ist die Temperatur in den letzten 30 Jahren doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt. Wie man auf dem Dürremonitor sieht, große Teile sind orange, Spanien knallrot. We have now basically every year very strong heat waves in large parts of the continent. Das ist Friederike Otto, vor 2 Jahren von der Zeitschrift Nature als eine der führenden Wissenschaftlerinnen weltweit gekürt. Sie kann berechnen, ob der Klimawandel für ein Wetterextrem verantwortlich ist oder nicht. We do see a decrease in rainfall, for example, in the Mediterranean region and also in southern Africa, so that there we do have really a double whammy of climate change impacts on water availability. And heat, but in other parts of the world, the rainfall itself, as in the lack of rainfall, is not affected. In Argentinien regnet es auch nicht mehr. Rund 55% des Landes sind völlig vertrocknet, vor allem wegen dem Klimaphänomen La Niña. Die Ernte ist dort 2023 so klein ausgefallen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Gerade bei Soja und Weizen hat sie sich halbiert und auch die Exportzahlen. Argentinien gehört zu den wichtigsten Produzenten weltweit. This is not an event that's happening in isolation, because at the same time, while the effects of the drought and heat in Argentina and other South American wheat producing countries were felt on the global markets. Auch in Indien konnten Bauern weniger Getreide ernten wegen der Rekordhitze und Überschwemmungen. Die Menschen bekamen die Lebensmittelinflation deutlich zu spüren, die im Sommer auf rund 10% anstieg. Und weltweit treibt das indische Exportverbot für Reis die Preise. Eine Kettenreaktion, so ähnlich wie in Spanien. In other parts of the world, the consequences can be much more extreme. It can lead to food insecurity, hunger, it can lead to political instability as a result. Das ist Matthew Agavella. Er ist Ökonom in Cambridge und Senior Fellow in Yale. Er berät nicht nur UN und Weltbank, sondern auch die US-Regierung. Doch dazu später. One of the things that farmers are doing in order to
increase their resilience in the face of drought is investing in irrigation technology. Tröpfchenbewässerung gilt als besonders wassersparend. Die Schläuche hängen direkt in den Pflanzen und geben kleine Mengen Wasser ab, wie hier im Weinberg von Castle Vineyards bei Jerusalem. Israel ist extrem trocken. Weltweit gilt der Staat als Vorbild für nachhaltige Bewässerung. Natürlich setzt das Land auch noch auf andere Maßnahmen, zum Beispiel Meerwasserentsalzungsanlagen. In Zukunft soll rund 90% des Trinkwassers damit gewonnen werden. Doch Tröpfchenbewässerung ist bei den Landwirten weit verbreitet. Meist wird die Pflanze auch direkt an der Wurzel bewässert, um Wasser zu sparen. So if you compare drip irrigation for rice to rice growing in paddy, you save 75, 80, 65% of the water. But again, depends on how do you compare it, depends on the crop, on the climate, and so on and so forth. Anything, I would say that a good plug number is around 30%. Die israelische Netafilm stellt die Systeme her und gilt als einer der Pioniere in Sachen Tropfbewässerung. Im Moment steigt die Nachfrage danach vor allem in Ländern, die großflächig Landwirtschaft betreiben. Länder wie die USA zum Beispiel, Brasilien oder China, sie zählen zu den größten Exporteuren von Nahrungsmitteln weltweit. Aber neue Technologien sind nicht immer die Antwort. Every time that we have ever seen an expansion of irrigation technology, we have seen an increase in water consumption through agriculture. That means they produce thirstier crops. It means they expand the area under irrigation. Und viele kleinere Landwirte können sich Strompumpen und Filter nicht leisten. Sie bleiben auf Regenwasser angewiesen, wie übrigens die meisten Bauern weltweit. This is not an argument against efficient irrigation. Not at all. What it means is that irrigation systems alone will not solve challenges related to water stress and scarcity. They need to be addressed through technological fixes, behavioral change and policy change. Matthew Agarwala forscht zum Thema Naturkapital und hat auch die US-Regierung beraten. Die will nun die Kosten des ökologischen Verfalls beziffern. Eine neue Strategie, die John Kerry 2023 auch in Davos präsentieren wollte. Doch was heißt das, die Natur in die nationale Bilanz aufnehmen? Bisher taucht der Wert natürlicher Ressourcen wie Boden oder Wasser nicht in den Statistiken auf. Das soll sich ändern. Imagine you're running a bakery. The size of the pie you can produce in the future depends on the stock of ingredients in your pantry. Run out of ingredients and tomorrow's pie is smaller. It turns out that the economy operates in exactly the same way. Einfach gesagt heißt das, wer den Boden zerstört oder zu viel Wasser verbraucht, muss bezahlen. Klingt gut, muss aber erst noch in die Praxis umgesetzt werden, oder? There are 100 different countries that are developing natural capital accounts. This includes India, Australia, the United Kingdom, the Netherlands, Germany. In fact, everywhere in Europe is developing natural capital accounts in some degree. Wie können wir also verhindern, dass die Landwirtschaft austrocknet? Andere Bewässerungsmethoden können helfen, doch kleine Bauern haben oft kein Geld dafür. Und die Forschung zeigt, der Wasserverbrauch ist dadurch nicht gesunken. In der Politik geht man neue Wege, die auch den Preis der Natur berücksichtigen und nicht nur das Bruttoinlandsprodukt. Viele Länder weltweit arbeiten bereits daran. Anything that is unsustainable will not be sustained. The only question is whether we decarbonize by design through deliberate policies and behavioral change, or we do so through disaster by failing to make the changes today.